Und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Yay! Guten Tag, guten Tag. Autogramm gibt's später. Was? Autogramme? Ja, ja, Autogramme. Jetzt in unserem Merch-Shop erhältlich. Welcher Merch-Shop? Wer will denn Autogramme hier? Was? Ja gut, das kommt noch dazu. Wo sind unsere ganzen Büsche hin? Die weg, so wie unsere Autogramme. Oh. Ja, ist doch gut, wenn die Autogramme weg sind. Der hat noch nie welche, deswegen ist es so. Doch, doch. Ja. Oh, ich hab die maximale Lorbeere. Marigold, ich sollte mal ein bisschen Let's Plus machen. Ja, maximal dann an Aloe Vera. Was ist denn der Plural von Aloe Vera? Aloe Vera. Okay. Mensch, Latein. Schrecklich. Aloe Vera oder Aloe Veren? Ich weiß nicht, warum die Sprache ausgestorben ist. Naja, Aloe Veren geht. Alter! Ich bin hier gerade am Bauen und es ist. Da werde ich wieder total erschrocken. Rocken hiervon. Erschrecktet. Erschrecktet, genau. Erschrecktet. Von diversen Menkalians. Menkalian. Nein, wir nennen dich Menkalians. Menkalian. Das hört sich an wie schwer sowas. Ja. Wie so eine Vogelart. Ich bin doch ein Vogel. Zugegebenermaßen ziemlich schräger, aber ich bin ein Vogel. Fliegen kannst du aber nicht. Nee, leider nicht. Würde ich aber gerne. Doch, auf die Schnauze. Das ist so. Einfach so die ganze Zeit. Nee. Kein Kommentar. Ja, sorry, das ist so ein Witz, den kennt einfach jeder und das ist einfach so. Nee. Das ist einfach nicht lustig irgendwie mehr. Im Kindergarten war das noch recht lustig. Dann kam man in die erste Klasse und der Witz war schon wieder veraltet. Ja. Als ob man nicht über diese Falle drüber springen kann. Du versuchst über eine Falle drüber zu springen, ja, Gratulation. Ja, ich bin zu faul, aus dem Rum zu laufen. Ja. Hä, warum habe ich jetzt Schaden bekommen? Es lag nicht an mir, ausnahmsweise. Wollen wir mal wieder in der Höhle? Yep. Wollen? Pff. Ja, ja. Müssen wahrscheinlich, ja. Ich will. Okay. Die Frage ist, wo denn Höhlen sind? Überall, wo lila Fahnen sind. Also ich würde sagen, wir laufen mal zu irgendeiner lila Fahne. Nein, nee, wir hatten ja schon das Problem angesprochen, dass wir halt recht wenig der wichtigen Ressourcen haben, wie Stoff und so. Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal so eine Insel rund. Also ich habe 50. Ich habe 29, glaube. Ja, das und Dynamit und sowas, dass wir halt alles so ein bisschen aufstocken. Okay, von dir aus. Wir werden übrigens angegriffen. Ja und? Kannst du das nicht allein regeln? Naja, die werfen gerade Molotovs auf dich. Scheiße, ich kann nicht ordentlich kämpfen. Wer hat denn den jetzt angezündet? Da hinten war noch eine. Verdammt, meine Ausdauer ist so low, ich kann nicht mehr. Meine auch.
Was ich mich immer frage, ist irgendwie, also wenn die so tot sind, dann wackeln die ja mit ihrem Kopf so, als wäre ihr Genick irgendwie gebrochen. Warum eigentlich? Wie realistisch ist Forrest? Ja gut, das ist eine andere Sache. Aber eigentlich brechen wir denen ja nicht das Genick. Wir hauen ja einfach mit der Flugzeugaxt drauf. Oder Katana. Ja. Keine Ahnung, wenn, dann ist das Genick durch, aber nicht gebrochen. Naja, wenn das Genick durch ist, wackelt der Kopf drauf, oder? Dann ist der Kopf ab. So meinst du, ja. Ja, natürlich. Also ein bisschen wackeln tut er dann schon. Ist dann recht portabel, muss man sagen. Portable. 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 Ja, jetzt hätte Kilian noch was sagen müssen. Portable. Yay. Ich häng mal Lurche auf. Und baue noch mehr Dreieingrex. Weil Dreieingrex sind toll. Wir haben auf dem Haus gut noch Dreieingrex. Red nicht darüber. Das war ich der Einzige bin, der dieses Haus bloß schätzen weiß. Ja. Irgendwann wird die Zeit kommen, dann werdet ihr hinter meinem Haus gut herschwimmen. Das glaube ich nicht. Du wirst wohl hinter unserer Yacht herschwimmen mit deinem Hausboot. Ja. Wir machen ja, die doch hier den Thema eine Yacht. Nein, wir nehmen einfach die Yacht, die da steht. Die ist ja eigentlich schon. Sieht doch recht fit aus. Wird halt nicht mehr so gut, aber sonst. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen nur den Anker wieder einziehen, dann geht das schon. Wir wissen doch, wo der Anker liegt. Ja, genau. Das ist der Anker von der Yacht. Ja. Was denkst du? Ein bisschen überdimensional. Alter, can't carry any more locks. Ich glaube, Rocks meine ich, nicht Locks. Wer fällt denn da schon wieder Bäume? Ja, hier, ich fällte Bäume. Okay, ja, das ist gut. Warum, wenn ich's gemacht hätte, dann wär's nicht gut. Nur weil du das jetzt sagst. Ja, ich meine so, ich meine, du sagst es so. Dann sagt er, ich bin das und dann du, achso, das ist gut. Ja, nee, eigentlich wollte ich sagen, ja scheiße, wir brauchen ja gar keine und dann gucke ich so in unserer Base und erinnere mich, dass ich was gebaut habe und deswegen. Ja, und dafür fällt ich die Logs. Genau, deswegen ist es ja gar nicht schlecht. Weil also ich mache jetzt eine Inselrundtour. Ja, wenn, dann machen wir alle eine Inselrundtour, oder? Ja, ich komme. Ich meine, ich latsch rum zu Höhlen und wenn ich eine gefunden habe, damit wir nicht alle so komplett unproduktiv sind. Nein, nicht alle komplett unproduktiv. Ich würde sagen, wir machen die halt zusammen. Zu dritt laufen wir dann los. Ja, okay. Oh, wer hat die Fallen ausgelöst? Dieses Geräusch kenne ich ganz genau. Ich habe das studiert. Nee, ich höre selbst oft genug. Ich weiß es nicht. Aber der Herr Kompetenz läuft da gerade rum. Seite. Da. Hallo. Also ich bin nicht da. Chill mal. Ich jag hier gerade einen Alligator. Hä, was? Mit wem redest du? Mit dem Eingeborenen. Ach so. Weißt du, ich bin gerade am Alligator jagen. Und dann meint er einfach. Der Fred vorbei. Nee, das ist Gustav. Ja, richtig, Fred liegt ja schon auf dem Feuer. RIP. Ja, Fred ist richtig hot. Ja. Muss man schon sagen. Fred, wo ist die alte Schnitte?
Da ist er. Also früher war er ja mal cool, aber zurzeit ist er richtig hot. Ho, ho, ho. Ich weiß, es ist. Oh Gott. Immer diese Reset-Witze. Meine sind sehr viel besser, mindestens noch ein Faktor minus 1000. Sag mal, Leute. Gut, jetzt wollte ich dich gerade. Jetzt wollte ich mir gerade was überlegen, was ich da sagen kann. Aber gut. Ich zünd gerade ein Feuer an, Entschuldigung. Achso, okay, ja dann. Ich schmeiß nämlich heute eine Grillparty und Interessiert mich denn deine scheiß gottverdammte Grillparty? Jeder bringt sein Grillfleisch selbst mit. Ja, würde ich schon sagen. Aber ich muss sagen, in der Nacht kommen dann doch noch mehr als am Tag. Ich glaube, wenn wir diese fertig sind mit dem Forries, dann muss ich mir eine neue Maus kaufen, so oft wie ich hier Ich glaube, ich brauche eine neue E und eine neue C-Taste. Nee, das auch. Also wenn du wenn der Kompi so eine neue Tastatur hat, kannst du deine alte haben. Von mir aus. Die alte, die ist dann aber wahrscheinlich kaputt. Halt WASD und E und C sind dann ziemlich weg. Naja, WASD jetzt wahrscheinlich nicht. Ich spiele auch noch andere Spiele, die sehr WASD sind. Du drückst aber nicht die ganze Zeit WASD drauf. Also so oft. Du hältst halt deinen Finger drauf. Außerdem, wenn du eine Gaming-Tastatur hast, ist das speziell so ausgelegt, dass die Tasten WASD länger halten. Ja gut, dann hältst du. Eine Gaming-Tastatur. Ja, also. Ich mache jetzt aber sicher keine Werbung. Wir wissen beide, welche Tastatur du hast, brauchst keine Werbung machen. Und dass ich sie liebe. Gumming-Tastatur. Das ist jetzt. Also jetzt weiß jeder, von was er spricht. Das ist auf jeden Fall jetzt Werbung. Die neue Gumming-Tastatur? Habt ihr schon von diesen Steinen gehört, die überall rumliegen? Die Gummings? Nee. Steine. Ja. Das ist jetzt voll Werbung. Für Stein. Immer dieser Reese mit dieser Steinwerbe. Das sind schon wieder vier. Benutzt eigentlich irgendjemand die Bank, die hier außerhalb von unserem Lager steht? So, ich bin wieder da. Wie, warst du weg? Ja. Hält dich auf so wenig, wie du sagst. Ja. Normal würde ich dir zustimmen, in diesem Let's Play nicht. Ich weiß, deshalb sage ich es ja. Nee, also meine Katzen sind wieder mal furchtbar. Ach, wurde mal die Tür offen gelassen. Oh, kann man eigentlich. Nee, ich habe meine Katze hier drin, die schläft. Jetzt. Und sie hat sich einfach in eine Kiste reingelegt. Dann hat sie so umgeworfen. Und dann dachte ich mir, scheiße, was ist jetzt los? Also ich fällt hier gerade einen Baum mit einer Climbing Axe. Geht das? Ja. Naja. Wenn du das auch ethisch gut begründen kannst, dann habe ich da nichts dagegen. Und du musst also. Ja, keine Ahnung. Lasst mich. Hilfe! Was ist? Du stehst in unserer Base und schreist Hilfe. Ja, weil hier viele sind am Eingang. Ich traue mich nicht rauszugehen. Oh, ich bin schon wieder covered in Blood. Das ist so zum Kotzen. Jetzt hüpfe ich ins Wasser, jetzt bin ich wett. Ja, super. Hello. Oh.
Danke, dass du mich hier auf die Plattform hochgeworfen hast. Wem von euch beiden darf man helfen? Sag mal, ich kann halt einfach überhaupt nichts machen, weil diese scheiß Mistviecher die ganze Zeit... Nee. Das kotzt mich gerade. Ja, toll. Komm. Ich prügel dich jetzt ins Wasser, du scheiß Mistvieh. So. So, jetzt ist er ertrunken. Das hat sie jetzt davon. Ja, so einer bin ich. Warum seid ihr denn so leise? Weil ich ja konzentriert bin. Ja, trotzdem ist das so. Ich darf hier jetzt das ganze Lager reparieren oder was? So gefühlt zumindest. Ich werde jetzt etwas Verbotenes tun. Ich werde dieses Tor hier schließen, dass kein Ureinwohner hereinkommt. Ist das verboten? Dann beschwert sich der Kombi doch wieder, dass die an die Tür kaputt machen. Ach so, ja. Das war bestimmt im Mittelalter auch so bei den Burgen. Nee, wir lassen lieber die Tür offen, da machen unsere Feinde wenigstens nicht das Tor kaputt. Macht dich halt lustig über den Kombi. Ja. 22. Ich darf jetzt zwei Logsleds voll holen. So schön ist das Tor jetzt auch nicht, dass man das jetzt irgendwie... Ich hole mal zwei Logsleds voll Holz. Okay, wir sind jetzt schon bei so circa drei Logsleds. Ich dachte, wir gehen heute noch in die Höhle. Dann vielleicht im nächsten Part. Oder im übernächsten. Ach stimmt, wir wollten ja die Inselrunde anfangen. Tja, eigentlich schon. Aber wenn ihr die ganze Zeit hier weiterbaut, dann helft halt wenigstens mit Holz zu haben. Wie weiß einer von euch kommt, ich fäll die Bäume und einer tut die ganzen Stämme in Loxfeld. Ja, ich würde schon sagen, das machen wir jetzt einfach alle zusammen, dann geht's schneller. Los, Kompi! Also hier liegen schon mal 5 Loks den Berg hoch. Eins, zwei, Kompi, kommst du herbei? Da steht noch der Loksled rum, aber gut. Kompi, warum bist du so leise? Wahrscheinlich, weil bei ihm jemand im Zimmer ist. Das ist da war gar nicht gut. Oh, er hat geantwortet. Wieso hat er geantwortet? Ach so, ja. Geantwortet ist jetzt... Ja gut. Ich frage mich, ob er mit seinen Mute-Hotkeys klarkommt. Ich glaube eher nicht. Gleich kommt... Nein. Nee, wenn man alles auf einen Hotkey legt, dann ist es natürlich auch doof. Weil man sich dann überlegen muss, auf welchen Hotkey hatte ich das jetzt nochmal. Nee, weil er sich mit seinem Mikro irgendwie mit Zirkumplex mutet und bei Discord mutet und entmutet er sich auf Zirkumplex. Das ist da natürlich klasse. Wobei er sich ja jetzt im Moment eigentlich nur auf Ja, aber es ist ja so, dass er sich gleichzeitig auf beiden, auf allen, also auf seinem Headset und Ach, auf... Übrigens liegt er nicht mehr auf Zirkumflex. Ja, ich weiß, er hat es gerade geschrieben. Ja.
geh eine Höhle suchen, Kombi. Okay, bleib nur ich hier. Das wissen wir. Kann der Reset bitte mit mir reden wenigstens? Vielleicht steht da unten. Nein. Du aus Prinzip oder hast du tatsächlich einen Grund? Ich darf jetzt hier einen Monolog führen. Sehr hilfreich von euch, Leute, sehr hilfreich. Ja. Ja, der Metallier-Monolog, der jetzt folgt. Ich bin jetzt eigentlich nicht der große Redner. Ja, muss ich mir halt was überlegen. Ich könnte ja irgendwas erzählen, was die beiden nicht vorstellen würden, dass ich erzähle und sie können mich hier nicht verhindern, ne? Also bei mir ist hier gerade ein Ureinwohner, der ist durch. Aber bei mir ist gerade eine Gruppe Ureinwohner, die mich nacheinander auseinandernehmen wollen. Und der eine ist durch unsere Barrikaden gerannt. Ich kann ruhig das ja irgendwas erzählen, ich überlege gerade. Der Wieser, der denkt nämlich, der ist. Der redet hier viel zu viel, aber redet er zu viel? Ich glaube, es hat mir schon mal gefragt. Egal, wie der Kraft ist. Also, meiner Meinung nach redet er nicht zu viel. Aber gut. Der Kombi hat hier irgendwie Angst, dass er irgendjemand dazwischen redet. Ich werde immer noch nicht diesen Satz sagen. Und. Ja. Ich meine, warum hat der Kombi Angst, dass er irgendjemand dazwischen bringt? Hier, du redest mir jetzt dazwischen. Kann einer von euch bitte mal wieder mit mir reden? Das wäre hilfreich. Ich werde hier gerade beinahe getötet und. Ja, es ist mir klar, dass der Grund so schrecklich ist. Mir fällt gerade echt nicht irgendwas ein. Ich bin übrigens tot. Hilfe. Tja. Oh Gott. Wenn ich jetzt wegen euch sterb. Oh Gott. Schreib mir deinen genauen Standort. Was? Ich seh doch wohl, wo ich bin. Hilfe. Help me. So, jetzt talk to me. Instant wieder getötet. Wie viele Ureinwohner sind hier, bitteschön? So, ich glaube, die Nachricht ist eindeutig. So, also, was könnte ich denn sonst noch so erzählen? Ja, ich weiß es nicht. Mein Monolog ist schrecklich, aber... ja. Zukünftige geplante Projekte. Was wir auf jeden Fall noch vorhaben zu bringen, ist Portal Knights. Dann vielleicht noch verschiedene Forest-Formate. Leute, ich sterbe hier gerade zum zweiten Mal.
Okay, ich bin wieder da. Kompi, warum bist du allein losgezogen? Ich werde wiederbelebt und sterbe direkt wieder. Wir werden total überrannt und der Kerl ist irgendwo. Ich weiß, dass mein Monolog schrecklich war, aber mir ist echt nichts Besseres eingefallen. Ja, unsere Basis wird zerstört. Der längste Unterwasserkurs mit Luftanhalten dauerte 3 Minuten und 24 Sekunden. Cool. Das hätte ich vielleicht zum Thema meines Monologs machen sollen, aber so richtig blöd wäre es dann geworden, noch, wenn ich mich auch hätte muten müssen. Problem ist, die zerstören unsere Basis. Kannst du mich wiederbeleben? Am besten so, dass ich nicht direkt wieder getötet werde. Ja, das Problem ist, dass es 12 Stück sind, wie ich dir schon geschrieben habe. Achso, ich habe mich schon gefragt, hä, warum 12? Das habe ich ja nicht verstanden. Aber ich glaube, wenn die Basis zerstört ist, ist es halb so schlimm. Och, ist scheißegal, wenn du eine Höhle hast, komm jetzt her. Könntest du mich mal. Ja, ich bin auch tot. Oh, dann dürfen wir. Danke, Kompi. Ja, ich restart. Das machen wir auch mal irgendwann mit ihm. So, Reset. Warte nochmal mit dem Restart. Vielleicht schaffe ich es zu dir, aber auch nur vielleicht. Wie weit ist es denn bei dir? Hälfte. Ich probiere es auf jeden Fall mal. Ich hab keine Lust. Wie weit? Gleich tot. Ich glaube, du kannst mit ziemlicher Sicherheit restarten. Ja, glaube ich auch. Wobei, ich bin jetzt. Nein, ich bin erst am Loch. Oder ist es das Loch oder der See? Das ist das Loch. Und ich bin komplett außer Atem. Ich meine, wir spielen Hard Mode. Mit 3 Spielern. Dann ist es auch darauf ausgelegt, dass die 3 Spieler auch vielleicht zusammenbleiben halbwegs. Ja. Oder zumindest die Leute, die kämpfen können. Ich weiß, ich bin auch schon mal weggelaufen, aber. Ja gut, ihr wurdet da auch ein bisschen überrannt und ich bin dann zurückgegangen. Und, das ja, waren aber nicht so viele. Ja, ich meine, wenn man dann die Climbing Eggs und die Keycard schon hat, denkt das Spiel auch gut. Dann haben die ein bisschen Erfahrung, dann können wir denen jetzt was auf den Hals setzen. Okay, ich werde jetzt erst beim See ankommen sein, das ist wahrscheinlich schon längst so. Ja, jetzt despawn wahrscheinlich auch noch mein Zeug. Es ist. Nee, nicht wenn ich zwischendurch nochmal sterb, weil die 12 Kannibalen um unsere Basis rumlaufen. Darf ich mal erwähnen, dass der Part auch demnächst mal rum wäre?
Andererseits, wenn wir mal ein bisschen eine größere Überlänge haben, dann ist es auch nicht schlimm. Nee, ah, der geh Kombi, am besten der Kombi in deine Höhle rein. Ich sehe den Kombi. Und spiel Mutant. Der Reset spielt jetzt Mutant, natürlich. Nein, Kombi soll Mutant spielen. Der ist ein Mutant. Ja. Der ist so feindlich gesinnt wie ein Mutant. Warum kann sich der Kerl nicht endlich mal dienen? Und er mag Höhlen. Wahrscheinlich hat er vergessen, wie er sich demutet und kann es nicht machen. Naja, Mutanten können auch nicht sprechen. Ja, die sind immer noch da, natürlich. Ich gehe jetzt gerade hier hinten rum, damit ich mein Zeug bekomme. Ja, es ist halt immer scheiße, wenn man dann halt, ja, stirbt und dann halt wieder die ganze Strecke einfach zum Punkt hinlaufen muss. Ich würde sagen, das kürzen wir so ein bisschen, oder? Also du schneiden da einfach ein Stück raus. Guck ich mal, vielleicht mache ich es, wenn ich dran denke. Du weißt ja, wie gut es teilweise ist. So, ein Molotowfer getötet. Molotowologen. Ich sehe jetzt hier zumindest keinen mehr. Ich würde sagen, Kompi schreibt einfach den Text unten in den Chat rein. Zum Mitsingen. Kompi? Tipp mal. Oh Gott, hier ist hier. Ich glaube, hier ist ein bisschen was zerstört worden, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall noch da, so grob von Aussehen hier. Hallo. Oh Gott. Verräter. Ich werde sie einfach alle... Nee, echt nicht. Weißt du, die kommen hier ins Zimmer, machen lautstark irgendwelche Videos an, machen Fenster auf, lassen die Türe offen. Und ich denke mir nur so, Digga, kann ich ausziehen? Darf ich hier weg? Wer ist jetzt bitte in dein Zimmer gekommen? Deine Eltern oder? Nee, meine Schwester. Ach so. Mein kleiner Bruder hat mitgeholfen. Cool. Tür auf, Fenster auf und ein lautes Video an. Die sind ja absolut asozial. Ja. Ich werde sie einfach beide. Tja, sind ganz wie der Bruder. Nee. Der Bruder ist nämlich recht nett, muss man sagen. Ja, ja, also, der Bruder war gerade eben mal kurz asozial, ey. Was ist denn das? Nicht der. Ey! Ich hab wirklich versucht, noch zurückzukommen. Ja, aber wir dachten halt alle zusammen. Wenn wir loslaufen. Ja, aber es ist doch langweilig. Der Kilian nimmt doch auf. Das bringt doch nichts, wenn du eine Höhle findest und es nicht drauf Glaub ist. Mir, das war langweilig, dahinter zu laufen. Ja, und vielleicht hätten wir was zu dritt erlebt. Komm, wir gehen deswegen jetzt ins Hochhaus und speichern, beenden den Part, der ist nämlich schon viel zu lang. Ja, also hi, ich bin auch noch da, hier. Jetzt habt ihr mich zum Ende auch nochmal gehört, yay. Tja, jetzt ist der Part schlecht. Naja, dein Monolog macht ihn wieder besser und ich glaube, so nennen wir auch die Folge. Kilians Selbstgespräch. Menkalians Monolog. Tschüss. Oder der taubstumme Kombi. Nicht tauschen. Tschüss.